Herzlich willkommen zum nächsten Vlog und eben auch dem Tag 2 des 5000 Dollar WSOP Paradise Main Events hier. Und das Besondere heute ist, dass das Ding erst um 17 Uhr anfängt, da es noch einen weiteren Turbo Flight jetzt gibt, der gerade momentan läuft. Es ist nämlich kurz nach 12 und das bedeutet 5 Stunden bis dorthin. Und ich merke zum Beispiel immer persönlich, dass bei mir dann die Aufregung ziemlich groß wird, auch wenn ich schon sehr viele Turniere gespielt habe. Kann ich das irgendwie trotzdem noch nicht so ganz verhindern. Deswegen versuche ich mich aber in solchen Fällen immer einfach abzulenken, die Zeit sozusagen ein bisschen zu verkürzen und dann ist es auch weniger schlimm mit der Aufregung. Deswegen gehen wir jetzt einfach noch ein bisschen hier in die Stadt nach Nassau, schauen uns ein paar Sachen an, essen vielleicht noch was Kleines und dann geht's ab mit dem Turnier und Tag 2. Jetzt. Ihr seht hinter mir, die Küche steht schon bereit, aber es gibt eine kleine Verzögerung, weil der 1D-Flight praktisch noch nicht zu Ende ist und das wird wahrscheinlich noch eine halbe bis Stunde dauern. Deswegen, ja, die Aufregung steigt langsam, aber ich muss mich noch gedulden, bis dann gleich endlich losgeht. Hier nehmen wir ganz früh am Anfang einen Short-Stack mit Pocket-10ern gegen seine Pocket-5er aus dem Turnier. So, die ersten 2 Stunden sind vorbei. Fühle mich richtig gut und entspannt. Bin voll in der Zone, hab gut gespielt. Jetzt war direkt die erste Dinner-Break, weil wir super spät angefangen haben. Fühle mich aber immer noch gut, gab gutes, gesundes Essen. Wir haben jetzt 17 Big Blinds, das sind jetzt 340.000 Chips und der Big Blind ist 20.000, genau, 17. Und ja, ich mache einfach weiter. Klar, ist nicht mega viel, aber alles ist möglich und ich halte mich auf dem Laufenden. Und der nächste Shortstack muss dran glauben, unsere Pocket 9er halten gegen Queen Jack Offsuit. Und es geht Schlag auf Schlag. Wir sind all in für unser Turnierleben. Ass Dame gegen Pocket 10er. Dame auf dem Turn. Wir halten. Nachdem wir dann wirklich gut Chips aufgebaut hatten, kam leider der erste sehr große Dämpfer. Wir verlieren einen wirklich sehr großen Pot mit Ass König gegen Pocket Buben. Nur wenige Hände später schaffen wir es aber als sehr shorter Stack uns wieder aufzudoppeln mit Ass König gegen 10-7 Offsuit. Ach Leute, ihr habt's gesehen. Ass 8 suited mit meinen letzten 10 Big Blinds geht rein und hinter mir wacht leider einer mit König auf. Die 8 noch im Flop, aber leider keine weitere oder kein Ass. Und wir werden 136. Aber ich weiß nicht, ich bin schon eigentlich fast sprachlos, weil es trotzdem einfach so ein unfassbar geiler Run war und ich so unfassbar happy bin. Ich war super ruhig, ich bin mit wirklich jedem Spielzeug, den ich heute gemacht habe, absolut zufrieden und ja, ich freue mich einfach, dass ich hier so einen coolen Score oder so ein cooles Ergebnis landen konnte und ich bin mir auch sicher, dass das nicht der letzte bleiben wird, denn ich habe hier wirklich gemerkt, dass es geht, Blut geleckt und ja, wir schauen mal, wo es mich dann als nächstes hintreibt.